Bei uns findet heute eine Veranstaltung zum bayernweiten Heimaterlebnistag statt. Der Heimaterlebnistag ist eine Kooperation des Bayerischen Staatsministeriums, der Finanzen und für Heimat, vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege und den Bayerischen Bezirken. Aber wie sind wir überhaupt drauf gekommen, dass bei uns ein Heimaterlebnistag auch stattfinden soll? Naja, ich bin mal im Januar ein bisschen im Internet rumgesurft und habe gedacht, was könnten wir bei uns für eine Veranstaltung machen, noch zusätzlich zur Kirchweih, weil bei uns ist eigentlich im Dorf nur eine Veranstaltung im Jahr, das ist die Kirchweih. Und dann bin ich tatsächlich auf den Heimaterlebnistag gestoßen beim Landesverein für Heimatpflege und habe gemerkt, ach, das ist eine staatlich und in der Kooperation mit dem Landesverein für Heimatpflege organisierte Aktion, wo in Bayern durch Veranstaltungen die Heimat hervorgehoben werden sollte. Und ich dachte, wow, das ist richtig toll und da machen wir mit. Ja, und dann mussten wir uns natürlich erstmal überlegen, was wollen wir überhaupt dazu beitragen und in welchem Rahmen kann das Ganze stattfinden. Da haben wir uns dann für ein Grillfest entschieden mit verschiedenen Programmpunkten, so dass für jeden möglichst was dabei ist und möglichst viel Kultur auch stattfindet. Und es hat dann angefangen mit einer Volkstanzgruppe, mit Volksmusik vom Bad Winkler. Später kommen dann wir, die Ortsjugend, und präsentieren ein bisschen Dorfgeschichte, das Ganze auch wieder volksmusikalisch untermalt. Seid herzlich willkommen in Labach da heut. Anschließend wird dann in der Kulturscheune von Brigitte und Killen McNeil eine Mundartlesung von Brigitte McNeil stattfinden. Und dann haben wir uns überlegt, als passenden Abschluss könnten wir alle zusammen in der Kirche mit Unterstützung vom Gesangsverein dann ja, den Tag ausklingen lassen. Ja, denn die Gemeinde, die Kirchengemeinde ist ein großer Teil der Ortsgemeinschaft und es war uns einfach wichtig, alle nochmal zusammenzubringen. Das ist auch die Absicht dieser Veranstaltung, Leute zusammenbringen, Heimat hervorheben und zeigen, wir haben bei uns auch was, was Leute verbindet und was wichtig ist. Früher waren die Kirchweihen halt geprägt von Trinken, Essen und ja, vieles mehr. Aber wir hatten keine Ortsjugend mehr. Was jetzt nachgekommen ist, ist was völlig Neues. Wir haben eine Kulturjugend, die einfach wieder einen ganz neuen Wind nach Unterleimbach bringt. Und ich bin so froh, das Ganze unterstützen zu dürfen. Heimat zu feiern ist eine wunderbare Idee. Heimat bedeutet Begegnung mit Menschen, gegenseitiger Halt, das gemeinsame Feiern, die Bratwurst auf der Bierbank, der gemeinsame Austausch. Heimat bedeutet aber natürlich auch Jugend, die da ist, die organisiert, die mitmacht, wie hier in Unterleimbach beim Erlebnistag.